Arne hier von der Polyglot Akademie und in diesem Video werde ich dir iTalki vorstellen, eine meiner Lieblingsseiten zum Sprachenlernen. Da kannst du vor allem zwei Dinge wunderbar machen. Das erste ist, du kannst online einen Lehrer finden zu teilweise extrem günstigen Preisen. Das zweite ist, du kannst einen Tandempartner finden, völlig umsonst in der Community von iTalki, mit dem du umsonst deine Sprache, die du gerade lernst, üben kannst. Ja, und im Gegenzug hilfst du dem anderen oder der anderen dann mit Deutsch, ja, oder welche Sprache du auch immer sprichst. Und genau, das möchte ich dir jetzt vorstellen. Und zuerst werden wir uns jetzt mal die Lehrer angucken, ja, wie du hier einen Lehrer finden kannst. Und da kommt es natürlich ganz darauf an, welche Sprache du lernst. Wenn du jetzt zum Beispiel Schwedisch lernst, kannst du davon ausgehen, dass die Preise der Lehrer auch entsprechend höher sein werden, als jetzt vielleicht für Spanisch aus Südamerika. Ja, wo das Preisniveau ganz anders ist. Ja, das muss man wissen. Aber gerade bei diesen Sprachen, die auch in Ländern gesprochen werden, wo ja, das Preisniveau vielleicht deutlich niedriger ist, da kannst du teilweise echt extrem günstige Stunden buchen. Ja, ich hatte schon Russischunterricht beispielsweise für 3,50 Euro die Stunde. Und das ist wirklich ein unglaublicher Preis, wenn man bedenkt, was man hier vor Ort in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich, Schweiz für einen Privatlehrer für eine Stunde zahlen müsste. Ja, also dazu muss man sagen, das war jetzt auch keine professionelle Lehrerin, sondern einfach eine Studentin, ja, mit der ich eine Stunde lang sprechen konnte und die mir nach bestem Wissen und Gewissen auch so ein bisschen Tipps gegeben hat. Ja, aber trotzdem, wenn du jemanden suchst zum Sprechen, kann das hilfreich sein. Es gibt zwei Kategorien von Lehrern, das zeige ich euch mal, Lehrertypen. Es gibt professionelle Lehrkräfte und Community-Lehrkräfte. Ja, professionelle Lehrkräfte, die haben wahrscheinlich an der Universität studiert, das muss man auch nachweisen bei iTalki. Das sind wirklich zertifizierte Lehrer, entsprechend höher wird auch der Preis sein und unter Umständen entsprechend besser wird auch die Qualität des Unterrichts sein oder du kannst davon ausgehen, dass dieser Lehrer dir ja, didaktisch wertvoll oder sinnvoll hoffentlich die Sprache beibringt. Bei den Community-Lehrkräften, das ist eher so ein bisschen ja, legerer und die helfen dir halt hauptsächlich beim Sprechen. Ja? Du sprichst mit diesen Lehrern viel, vielleicht teilweise bieten sie aber auch an, hey, ich mache hier Grammatikunterricht oder ich mache auch strukturierten Unterricht, der ist dann teilweise teurer. Ja, aber das ist so das Grundprinzip. Und dann kannst du hier natürlich filtern, ja, welche Sprache lernst du. Ich sage jetzt mal Russisch. So, ich lerne Russisch. Dann hast du hier professionelle Lehrkräfte. Wir sehen hier, es geht hier 21 Euro, 15 Euro, Stundensatz ab 6 Euro. Ja, also es ist große, große Schwankungen. Du siehst hier natürlich, wie viel Unterricht die schon gemacht haben, was die Bewertungen sind. Kannst du dir alles durchlesen im Profil. Hier gibt es immer ein Vorstellungsvideo, also das ist eigentlich super intuitiv eigentlich. Hier kannst du einstellen, zum Beispiel welche Preisspanne ist für dich okay. Ja, ich sag mal hier 4 bis 10 Euro zum Beispiel. 4 bis 10 Euro. Und dann werden dir nur noch Leute angezeigt, die in diesem Preissegment sind. Und Differenzen sind teilweise recht hoch. Zum Beispiel hier einer aus Weißrussland ab 4,54 Euro, also extrem günstig. Das ist auch, weil er hier neu ist wahrscheinlich und bietet seinen Unterricht erstmal ein bisschen billiger an, damit er ein bisschen Erfahrung bzw. Referenzen kriegt, um ihn später wahrscheinlich anzuheben. Aber ja, wirklich extrem günstig, kann ich euch sehr empfehlen, habe ich schon einige Male gemacht und hat mir extrem gut gefallen und war bisher immer sehr nett. So. Und natürlich kannst du hier alles mögliche andere filtern. Du kannst hier direkt zum Beispiel gucken, Kalender, wann ist dieser Lehrer frei? Ja, passt das mit dir? Passt dir das irgendwie? Und ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was du hier wissen musst. Du kannst jegliche Sprache suchen. Also es gibt wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Für alles wird es wahrscheinlich auch einen Lehrer geben. So, und das Zweite, was du machen kannst bei iTalki, ist, einen Sprachpartner zu finden, völlig kostenlos. Ja, ich sage, wie du da am besten vorgehen solltest und warum ist das wichtig? Viele Leute verbringen viel, viel Zeit im Unterricht und mit Lehrbüchern etc., aber kommen niemals ins Sprechen. So, und teilweise ist es auch schwierig, jemanden
vor Ort zu finden und zeitintensiv. Ja, du musst dich treffen, du musst eine Dreiviertelstunde durch die Großstadt unter Umständen fahren und das ist zeitaufwendig, ja, und das Problem kannst du lösen, indem du iTalki benutzt, dir einen Sprachpartner findest und mit ihm oder ihr über Skype redest, ja, bist du zu Hause, musst du keine Zeit aufwenden für den Weg, ja, und du kannst hier wirklich filtern, zum Beispiel, du möchtest jetzt zum Beispiel Französisch lernen, dann kannst du hier dir erstmal alle Leute rausfiltern, die Französisch sprechen, ja, da kommen dann aber auch Ausländer, dann kannst du sagen, hey, ich möchte aber einen Muttersprachler, dann kommen hier nur noch Muttersprachler, dann kannst du sagen, hier, Muttersprachler, der lernt Deutsch, ja, und dann kriegst du eigentlich die relevanten Leute hier zurück. So, und wie ich jetzt vorgehen würde, ist, du kannst nicht erwarten, dass die erste Person dir gleich zurückschreibt. Du kannst natürlich jetzt Kontakt aufnehmen mit vielen Personen und schreiben, hey, ich heiße sowieso, ich lerne gerade Französisch jetzt in diesem Beispiel. Ich würde gerne einmal pro Woche über Skype reden und im Gegenzug helfe ich dir natürlich mit Deutsch. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir zum Beispiel die Zeit immer in zwei Teile teilen. Im einen Teil sprechen wir nur Französisch, in dem anderen Teil sprechen wir nur Deutsch, ja, damit es wirklich fair ist, ja, wenn du das nicht machst, dann ist es oft so, dass die eine Sprache deutlich mehr gesprochen wird als die andere und das ist natürlich suboptimal und du kannst jetzt einfach mal die 10 Leute dir raussuchen und denen immer dieselbe Nachricht schicken. Es reicht nicht, wenn du einem eine Nachricht schreibst, kriegst du wahrscheinlich keine Antwort. Ist halt so, die gucken, die sind vielleicht nicht eingeloggt oder haben gerade kein Interesse daran oder was weiß ich. Schreib gleich vielen Leuten und irgendwann kriegst du garantiert eine Antwort und dann mach's einfach mal. Ja, kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, wenn du das erste Mal machst. Wird vielleicht auch nicht einfach sein, wenn du noch nie in dieser Sprache gesprochen hast, aber irgendwann ist immer das Erste. Ist natürlich so, wenn du einen Lehrer hast, musst du deine Zeit nicht teilen. Ja? Deshalb bezahlst du ihn ja auch. Und mit dem Community-Partner gibst du halt die Hälfte deiner Zeit ab und hilfst dem anderen. Ja, ich glaube, das ist alles, was du wissen musst, um durchzustarten. Ich habe schon viele, viele Tandem-Partner vor allem über iTalki kennengelernt für Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, ja, alles Mögliche habe ich alles schon gemacht und das hat mir immer mega geholfen. Also große, große Empfehlung, probier es mal aus. In der Beschreibung findest du sicherlich auch einen Link zur Seite, kannst du dich mal umgucken, ja, und schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit iTalki. Natürlich ist iTalki auch nicht die einzige Seite, die jetzt dieses Konzept hat, aber zumindest die einzige, die ich benutzt habe. Ja? Deshalb dieses Video und falls es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal für mehr Videos zum Sprachenlernen und bis bald.